Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute stelle ich euch meinen eigenen Minecraft-Server vor. Ja Leute, ihr seht schon rechts, die IP ist gamedepox.net. Und ich würde euch jetzt hier mal den ganzen Server vorstellen. Wir fangen einfach mal an in der Lobby. Als erstes hat man hier so einen Stern, das ist die Gamedepox-Navigation. Und ja, damit kann man erstmal hier sich die Serverränge angucken. Zum Beispiel der VIP, da kann man draufklicken. Und da sieht man schon, man hält 5 Treasure Keys und der kostet monatlich 5 Euro bzw. Lifetime 30 Euro. Kann man hier im Shop kaufen. Da gibt es dann noch VIP Plus, der hat dann einfach 15 Treasure Keys, kostet monatlich 10 Euro bzw. Lifetime 50 Euro. Kann man auch im Shop kaufen. Und dann gibt es noch den YouTuber-Rang. Ja, der YouTuber-Rang verfügt über alle VIP-Plus-Rechte. Man braucht mindestens 500 Abonnenten. Und ja, wenn ihr euch bewerben wollt, dann meldet euch einfach bei uns im Discord. Der Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Da auf der rechten Seite haben wir ein paar Teleports. Zum Beispiel hier der Community-Bereich, die Free-Build bzw. City-Build und Farmwelt und die Minigames. Ja, Leute, das werden wir uns natürlich auch noch gleich alles anschauen. Aber vorher zeige ich euch noch, was hier sonst noch in der Lobby gibt. Ja, man hat hier so einen Stab, damit kann man die Spiele an- und ausschalten. Hier kann man dann diese Treasure-Keys einlösen von den VIP-Rängen. Daher gibt es zum Beispiel dann Tiere, die man sich machen kann. Zum Beispiel hier dann so ein Hase, wo dann Eier rausspringen und der folgt einem dann auch immer, wie ihr seht. Der wird dann auch direkt nach einem Ingame-Name benannt, wie ihr seht. Ja, es gibt dann hier noch weitere Gadgets. Alles richtig cool gemacht. Dann kann man hier die Gadgets auch noch zurücksetzen, Gadgets deaktivieren oder zurück wieder ins Menü gehen. Es gibt ja auch Effekte, das ist auch richtig cool. Zum Beispiel jetzt hier diese Flammen. Und ja, wenn man dann hier rumläuft, dann seht ihr, diese Flammen bleiben dann noch an einem. Auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Dann gibt es noch Mounts. Zum Beispiel hier so ein Rudolf, dann kann man mit dem hier einfach so rumreiten in der Lobby. Dann gibt es noch Hüte, wir nehmen jetzt einfach mal hier zum Beispiel hier den Engel. Und wie ihr seht, haben wir da einen anderen Kopf. Ist auch richtig cool. Ja, ansonsten kann man sich hier auch noch anders anziehen. Zum Beispiel hier mit einem anderen Helm. Und der Helm hat dann so Regenbogenfarben, das ist auch sehr cool gemacht. Und als letztes haben wir hier auch noch Emotes. Okay, wir müssen erst unseren Helm ausziehen natürlich. Dann setzen wir jetzt einfach mal hier zurück. Ja, hier kann man dann direkt alles zurücksetzen, ist auch sehr cool gemacht. Und dann rüsten wir es einfach mal aus. Und dann sehen wir, haben wir hier einen anderen Kopf, der dann ein paar Grimassen zieht. Ja Leute, ansonsten, die Lobby hier ist auch riesig. Man hat hier so ein cooles Jump'n'Run. Ja Leute, wenn ihr hier das Jump'n'Run schafft, dann bekommt ihr auch eine kleine Belohnung. Und wie gesagt, ansonsten, die Lobby ist ja noch riesig und ja, keine Ahnung. Also wir können hier auf jeden Fall noch sehr, sehr viel auf dem Server machen. Ich hoffe, ihr habt richtig Lust auf dieses Community-Projekt hier. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Und ansonsten schauen wir doch jetzt einfach mal an, was wir sonst noch hier auf dem Server haben. Fangen wir doch einfach mal hier links an mit dem Community-Bereich. Das ist dann auch nochmal hier so eine andere Lobby. Ja, ist auch sehr cool, da kann man hier einfach chillen mit seinen Freunden oder so. Man kann hier dann auch direkt einen Jump'n'Run starten. Wenn man hier Rechtsklick drauf macht, da wird man so nach oben teleportiert. Und dann kann man hier einfach so einen random Jump'n'Run machen. Und hier kann man auch direkt zur Lobby wieder. Und dann haben wir in der Mitte auch noch einen Teleport zur Freebuild, Citybuild-Welt und zur Farmwelt. Ja, das ist in der Version 1.16.5 bis 1.17. Also in diesen Versionen könnt ihr joinen. Dann kann man sich rechts hier direkt zum Admin-Shop teleportieren. Ja, da kann man hier ein paar Sachen kaufen. Man kann eigentlich alles hier kaufen, sogar ein paar Sachen verkaufen. Das ist sehr, sehr nice gemacht auf jeden Fall. Dann als nächstes hier die Farmwelt. Da können wir jetzt auch einmal rein teleportieren. Und ja, hier in der Welt kann man dann ja seine Sachen farmen. Also ihr könnt hier Dias farmen, ihr könnt hier Holz farmen, ihr könnt hier alle eure Ressourcen farmen. Ihr müsst hier nur dann 100 Blöcke vom Spawn weglaufen und da könnt ihr abbauen. Ja Leute, das haben wir gemacht, dass man in der Freebuild-Welt halt nicht die ganze Welt da abbaut. Dass sie noch relativ hübsch dann aussieht. Ja, als nächstes kann man sich hier auch noch dann zur Ranginfo teleportieren. Da kann man sich dann auch nochmal alle Ränge anschauen, was sie für Vorteile haben und so weiter. Und dann geht sie auch zur City-Build-Welt am nächsten Portal. Ja, hier kann man sich dann Grundstück claimen. Und wenn man einmal /City-Hilfe eingibt, dann sieht man hier alle Befehle, also /Plot-Claim kann man Grundstück dann beanspruchen. /Plot-Auto, also die ganzen Befehle sind hier auf Deutsch ja beschrieben. Und ja, hier kann man dann ja sein Grundstück verwalten und so weiter, sich ein neues Grundstück claimen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch ja einfach an den Moderator wenden. Dann werden wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. Und ja, wenn wir gerade schon beim Thema sind, Moderator. Also wir suchen auch noch Bilder im Moderator. Und wenn ihr da Interesse habt, dann bewerbt euch doch gerne auf unserem Discord-Server. Und außerdem kann man sich hier dann am Spawn auch wieder zurück teleportieren. Auch sehr cool gemacht. Und dann natürlich die Freebuild-Welt. Ja, hier kann man dann im Freebuild bauen. Hier ist erstmal so ein Spawn, der ist natürlich noch protected. Und ja, wenn ihr Lust habt, hier auch den Spawn zu verbessern, dann schreibt uns gerne mal. Vielleicht könnt ihr ans Bilderteam aufgenommen werden. Und ja, haben auch schon ein paar Leute angefangen zu bauen. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Und ich freue mich auf jeden Fall auch darauf, mit euch dann als Community hier den Server aufzubauen. Es wird bestimmt richtig nice. Ja, Leute, ansonsten gibt es hier natürlich auch noch Minigames. Da kann man dann mit den Versionen 1.8 bis 1.17 joinen. Die Minigames basieren aber noch auf der 1.8. Also da gibt es auf jeden Fall noch das alte PvP. Und ja, die Lobby ist auch sehr, sehr cool. Die ist hier so in der Luft. Das ist wie so eine Insel. Beziehungsweise sind mehrere Inseln, die da verbunden sind. Und ja, was haben wir denn so für Minigames? Also erstmal Skywars, ganz Standard. Muss auf jeden Fall immer da sein, finde ich. TNT Run, Bad Wars, 1 vs 1, ist auch sehr, sehr cool. Könnt ihr mit euren Freunden einfach mal ein Duell machen. Und dann auch noch Build Battle. Ja, zum Beispiel diese Insel hier ist noch frei. Also wenn ihr noch Vorschläge habt, welche Minigames wir noch hinzufügen können, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Dann haben wir auch noch die Insel frei, also insgesamt noch 2 Plätze. Also schreibt eure Vorschläge, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Und dann versuchen wir das auf jeden Fall hier umzusetzen.
Ansonsten kann man sich von der Lobby aus auch noch hier zur Ranginfo teleportieren. Das machen wir einfach mal schnell. Und ja, dann haben wir hier so einen kleinen Raum. Und hier können wir uns jetzt anschauen, was die einzelnen Ränge so können. Dann sehen wir direkt hier wieder, was VIP für Vorteile hat, beziehungsweise VIP Plus, was das für Vorteile hat, beziehungsweise wie viel das kostet. Kann man sich hier ein bisschen informieren über die Ränge. Sonst natürlich auch Moderator, Entwickler, Admin. Ja, wenn ihr euch hier bewerben wollt, dann schreibt es doch gerne hier ins Discord. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten seht ihr auch noch rechts hier die Befehle Live, Discord und Hilfe. Wenn wir jetzt einfach hier /live eingeben, dann seht ihr hier direkt, ja, wenn wir live sind, dann könnt ihr direkt hier auf unsere Streaming-Kanäle gehen. GameD Pro ist übrigens der zweite Owner hier. Und wenn wir dann live sind, dann ja, könnt ihr hier einfach draufklicken, könnt ihr direkt auf unser Twitch bzw. auf mein YouTube gehen und könnt dann einfach den Stream joinen. Ansonsten /Discord, auch sehr cool, dann könnt ihr direkt hier unserem Discord beitreten und /Hilfe, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Da wird eigentlich alles dann erklärt hier, könnt ihr auch direkt auf unser YouTube und unser Twitch gehen. Discord, Forum, Shop, alles vorhanden hier, könnt ihr direkt einfach draufklicken, werdet dann direkt weitergeleitet. Auch die ganzen Befehle hier, /Freunde, /Party, /Spawn. Und ja, was jetzt auch noch ganz neu kommt, ist Skyblock. Und hier kann man in der Version 1.8 bis 1.17 joinen. Ja, und wenn wir uns einmal hier rein teleportieren, dann sehen wir hier direkt schon willkommen auf Skyblock. Und was auch noch in Arbeit ist, ist hier eine PvP-Arena, wo man dann mit seinen Skyblock-Items PvP spielen kann. Und das wird jetzt auch in naher Zukunft dann released. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ich werde auf jeden Fall auch spielen hier auf dem Skyblock-Server. Und wenn ihr Lust habt, können wir ja gerne mal dann PvP-Battle machen. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Abo und ein Like freuen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zum Server findet. Die IP steht wie gesagt rechts hier, gamedepox.net. Und da freue ich mich, wenn wir uns mal auf dem Server sehen. Vielleicht auch mal zusammen zocken können. Und es wird mit Sicherheit auch Streams zu dem Server geben. Also vergesst auf keinen Fall hier auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr den Stream nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, ciao, wir sehen uns auf dem Server und bis zum nächsten Video.